Yo Leute, Sieden hier am Start und willkommen zu einer weiteren Episode von Clash. Es ist mal wieder soweit, hat ein bisschen gedauert. Wir sind aber wieder am Start mit einer neuen Episode. Wir sind mittlerweile bei Folge 12. Es geht also wieder heute zur Sache in die Kommentare. Ich habe mir wieder ein paar rausgesucht, über die ich jetzt drüber fahren werde. Clash ist mein Community-Format, in dem ich eure Kommentare auseinandernehme. Das heißt, ihr sollt natürlich in den Kommentaren reichlich viel dalassen, damit wir auch schnell die Folgen machen können. Dementsprechend lasst mir gerne euren Input da, also Fragen, Rankings, entweder oders, eure Hot Takes zu allen möglichen Zeugs einfach unten dalassen, damit ich schnell die nächste Folge ballern kann. Heute eine kurze Folge, nächstes Mal kommt schneller eine Folge wieder raus. Wir gehen jetzt rein, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Und wir starten mit dem ersten Kommentar. Der Demon Slayer Infinity Castle Arc wird der beste Anime Arc of all time. Ja, das passt natürlich wieder in die aktuelle Zeit gut rein. Der Hashira Trainings Arc ist ja jetzt zur Hälfte durch. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe es ja jetzt schon tausendmal gesagt, ich bin kein Fan von der aktuellen Seasons, liegt aber eher daran, wie man mit dem Anime umgeht. Ich feiere das nicht so sehr, dass man da ewig drauf warten muss, dass man aus dem Finale, was eigentlich nicht so lange geht, ein relativ langes Ding draus macht und es halt unnötig streckt. Es geht auch gar nicht darum, dass man ruhige Episoden hat oder eine Ruhe vorm Sturm genießt, weil ruhige Folgen sind nicht gleich belanglose Folgen, was wir aktuell so ein bisschen bekommen. Ich finde, das trägt nicht viel dazu bei. Es ist schon ein Marketing-Move. Die letzte Folge vom Sonntag mit den Papierfliegern war ein Merchandise-Grund und mehr nicht. Wenn man sich das natürlich irgendwie positiv zurechtreiben möchte, kann man das machen. Aber der offensichtliche Faktor ist eben der, dass man daraus Geld scheffeln möchte. Und das ist einfach nur lächerlich und cringe. Zum Take kann ich sagen, ja, visuell wird Infinity Castle auf jeden Fall Peak. Das wird sehr krass werden, was man an Animationen, an Anime-Adaptionen jemals so gesehen hat, wird das auf jeden Fall in der High Class mitspielen können. Wahrscheinlich alles bisher dagewesene toppen. Vielleicht sogar die Heaven's Feel-Reihe oder so etwas. Muss man mal schauen. Je nachdem, wie viele Filme man da jetzt macht. Aber es bietet sich eh an, auf die Leinwand zu bringen. Die Tendenz geht eh in die Richtung. Von daher wird es wahrscheinlich eh diese Entwicklung annehmen. Bin ich kein Freund von, weil sich das natürlich alles hinauszögert und ihr am Ende diejenigen sein werdet, die ins Kino geht und dafür Geld ausgeben müsst. Dreimal, wahrscheinlich sogar öfter. Also von daher beschwert euch nicht bei mir, dass ich nur einer derjenigen, der Ersten bin, der das jetzt hier sagt, dass es wahrscheinlich in diese Richtung gehen wird bald. Also, ja, ihr werdet es ja am Ende des Tages selber merken. Die Kritik ist völlig berechtigt. Es geht nicht um die Ruhe vom Sturm, es geht nicht um Aufbaufolgen, es geht um Belanglosigkeit und da sollte man schon differenzieren können. Aber was sage ich hier überhaupt? Checkt ja sowieso nicht den Unterschied, also von daher juckt. Abgesehen vom Visuellen wird das ein bisschen abflachen. Ich denke nicht, dass das so krass vom Hype her abgehen wird, wie es theoretisch in einer 24-Episoden-Staffel abgehen könnte. Aber das ist völlig unrealistisch, dass dieses Szenario zustande kommen kann, weil, wie gesagt, die Tendenz geht Richtung kürzer Seasons bzw. Kinoleinwand, Demon Slayer World Tour und so weiter. Von daher schauen wir mal in 4 Wochen, was die offizielle Ankündigung sagen wird. Aber wir können uns ziemlich sicher sein, das Ding wird zerkattet werden. Infinity Castle freue ich mich drauf. Ich freue mich aber nicht auf das Zerkatten und auf das Hinauszögern. Dementsprechend stimme ich nicht zu. Ist ein Quatsch-Take. Ein guter weiblicher Charakter, der im Fokus steht, auch wenn übersexualisiert, tatsächlich Ersa aus Fairy Tail. Dieser Take holt echt den alten Seeden Rocks wieder aus mir hervor, der dich komplett wegbeleidigen würde. Was für eine freche Scheiße du hier wieder reinschreibst. Unglaublich. Ersa Scarlet ist so ein Dogshit-Charakter, das kann man sich gar nicht vorstellen. Der einzige Grund, warum Leute die feiern, ist, weil sie mit der Alten ins Bett wollen und das war's. Mashima hat selber ein ganz komisches Weltbild vom weiblichen Geschlecht und hat nichts Besseres zu tun, als seine weiblichen Charaktere, wie du selber schreibst, zu sexualisieren. Mehr macht er nicht. Fairy Tail, Eden Zero, selbst damals in Rave hat er das schon gemacht.
Aber da kann man sagen, war es noch nicht ganz so krass. Und er macht es wahrscheinlich aus dem Grund, weil es sehr gut funktioniert. Das ist natürlich ein generelles Problem der Szene, aber Fairy Tail legt die Messlatte einfach in die Kanalisation, sodass du sie gar nicht mehr sehen kannst, mäßig. Ja, die weiblichen Charaktere sind Sexobjekte, das war's. Lucy, Mira, Elsa, selbst eine kleine 12-jährige Wendy, Alter, damit auch jeder Fetisch bedient wird, das ist einfach nur widerlich. Also muss man wirklich sagen, Elsa hat einen guten Aspekt, einen kleinen Character-Arc und das ist der Himmelsturm. Da kann man vielleicht sagen, mit ihrer Freiheitsthematik und ihrem Sklavendasein am Anfang hat man da ein bisschen was draus machen können, so am Anfang. Aber wenn du es aufs Ganze beziehst und Fairy Tail geht ja länger als nur diesen Arc, ist Elsa von vorne bis hinten der gleiche Charakter, macht keine Entwicklung durch und ist 1:1 dieselbe. Die ist das weibliche Gegenstück zu Natsu, die gewinnt jeden Kampf auf die gleiche Art und Weise, die ist overpowered. Das geht so krass ins Absurde und Unlogische rein, dass sie fucking zu Superman und Saitama gleichzeitig wird. Das ist einfach nur scheiße. Schäm dich, nochmal so ein Kommentar. Permaban, sage ich. Nächster Kommentar. Hast du eigentlich Orient gelesen? Ist vom Magi-Mangaka und wie ist deine Meinung dazu? Also, ich bin ja natürlich nicht komplett auf den Kopf gefallen. Wenn ich Magi höre, geht mein Herz natürlich immer sehr auf. Magi ist ein Herzensstück. Holy shit, sehr schöner Manga. Shinobu Otaka hat natürlich danach noch einen Manga gemacht, und zwar Orient. Habe ich mich ein bisschen reingelesen, nur ein paar Kapitel. Anime auch geguckt. Ein paar Folgen, aber ganz große Clownsnase. Der Anime ist eine Dia-Show, das kann man sich nicht antun. Der sieht so scheiße aus und es wird wahrscheinlich auch im Gesamten immer im Schatten von Magi stehen. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das vom Release ja auch so ein bisschen schwierig, weil das den Attack on Titan Platz im Besatsu-Shonen Magazine eingenommen hat, also dem monatlichen Kodansha-Ding. Und dementsprechend war Orient mal wöchentlich, ist jetzt ein monatliches Ding und komplett in die Vergessenheit abgesunken. Also, ja, weiß ich nicht. Ich höre da eigentlich gar nichts mehr drüber, auch wenn der aktuell noch laufen soll. Bin ich ziemlich voreingenommen? Ja, kommt nicht an Magi ran, steht im Schatten Magis, ganz klar. Letzter Take für heute. Windbreaker ist das bessere Tokyo Revengers. Ja, damit haben wir einen Titel für diese Episode, um die ganze Tokyo Revengers Fanbase, die gibt's gar nicht mehr, komplett sauer zu machen. Windbreaker läuft aktuell, ist ein Delinquent-Manga, also halt jetzt mit Anime-Adaption. Und das sieht ziemlich gut aus. Ich höre eigentlich nur Gutes über diese Serie. Der Anime ist ziemlich erfolgreich, ist ziemlich gut animiert alles, sieht Baba-mäßig aus. Ich denke, wenn Tokyo Revengers zu seinen Anfängen so eine Anime-Umsetzung gehabt hätte, wäre der Hype um die Serie noch viel größer letztendlich geworden. So rückwirkend betrachtet ist es eigentlich voll krass, dass Tokyo Revengers mit so einer schlechten Animation so gut abgegangen ist. Aber ich denke mal, das lag einfach an diesem Time-Travel-Plot, der so ein bisschen die Mystery umgeben hat. Ich glaube, das ist so das Einzige, wo ich Tokyo Revengers auch noch über Windbreaker platzieren würde, weil tatsächlich die Anfänge, kann keiner leugnen, haben die meisten gefeiert, habe ich auch gefeiert. Da muss man sagen, gestaltet sich das Ganze definitiv interessanter als ein Windbreaker, was meiner Meinung nach mehr Fokus so auf Charakterinteraktion oder Charakterwriting legt. Also so macht es zumindest den Anschein. Ich muss selber noch Windbreaker ein paar Folgen aufholen, da bin ich nicht ganz aktuell. Es wird aber dazu noch ein Fazit geben, sobald der Anime durch ist. Also macht euch da mal bereit für. An der Stelle, ich würde dem Take insoweit zustimmen, weil Windbreaker aktuell ziemlich gut performt und Tokyo Revengers nicht gut performt hat gegen Ende hin und rückwirkend betrachtet ziemlich viel alles ja ins schlechte Licht gerückt hat. Liegt aber eher nicht an Windbreaker, sondern eher aus der Mischung von beidem, dass Windbreaker halt gut gerade performt und Tokyo Revengers eigentlich jeder nur noch schlecht in Erinnerung behält. Aber ich werde dazu nochmal ein separates Fazit machen, wenn ich mit dem Anime durch bin. Vielleicht lese ich da auch mal ein paar Manga-Chapter, muss ich mal schauen. Aber das soweit dazu. Ich würde insofern jetzt aktuell zustimmen, weil ich denke, die Anime-Version von Windbreaker macht mehr Spaß als die von Tokyo Revengers, außer man hält den Time-Travel-Aspekt vor Augen.
Ja, die Mystery war ja schon in gewisser Weise interessant. Das kann man nicht leugnen. Also, das wär's von meiner super lustigen Clash-Folge gewesen. Ich hoffe, ihr GH geht in den Kommentaren heftig ab, damit wir schnell die nächste Folge ballern können. Und damit wäre ich durch. Lasst gerne einen Daumen nach oben da für den Support. Würde ich mich sehr drüber freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.